Mann, ich habe ein Drehbuch für dich. Das Ding ist allerfeinstes Gold. Sowas wie Rückkehr der lebenden Toten trifft, die Brücken am Fluss. Nur besser. Schließ die Augen und stell es dir vor. Ein streng geheimes Militärflugzeug mit streng geheimer Ladung explodiert nach einem Triebwerkversagen in der Luft. Die Trümmer ringen auf eine abgelegene Weizenfarm mitten im Nirgendwo herab. Was das für eine streng geheime Ladung ist, fragst du? Tote Soldaten, die verwandelt wurden in Zombie-Supersoldaten. Von der brutalen Explosion wird die Hausherrin aufgeweckt und sie so... Oh, Schatz, was war das? Geh doch mal nachsehen! Ich geh mal nachsehen. Aber ganz schlechte Idee, denn unsere Supersoldaten-Zombies sind bereit für den Krieg. Ah, das Zombies auf meinem Scheißfeld! Dieser arme Bauer ist jetzt unsere allerletzte Verteidigung gegen eine globale. Zombie. Epidemie. Lauf weg! Ich kümmere mich um den Scheiß! Mitten in Mittelamerika. Zombies vor der Haustür. Unser Bauer muss auf geheimnisvolle Behälter schießen. Nennen wir sie Mutationsstationen. Es ist eine neblige Nacht und die... Eine klare Nacht. Dann sieht das Lensflare viel besser aus. Ja, gefällt mir. Das ist eindeutig deine cineastische Handschrift. In diesen Mutationsstationen sind Glaskapseln voller Zombieschleim. Ich kann mir gut vorstellen, wie unser Held das Glas mit ein paar Kugeln sprengt. Das ist so krass.
mitten in Mittelamerika. Zombies vor der Haustür. Unser Bauer muss auf geheimnisvolle Behälter schießen. Nennen wir sie Mutationsstationen. Es ist eine neblige Nacht. Und die... Eine klare Nacht. Dann sieht das Lensflair viel besser aus. Ja, gefällt mir. Das ist eindeutig deine cineastische Handschrift. In diesen Mutationsstationen sind Glaskapseln voller Zombieschleim. Ich kann mir gut vorstellen, wie unser Held das Glas mit ein paar Kugeln sprengt. Das ist so krass. Unser Held kommt zum Schuppen, wo noch mehr Zombies warten. Wir brauchen hier was richtig Dickes. Das ist kein Schuppen, hier wird Gas gelagert. Und genau dieses Mainstream-Feeling braucht meine Idee. Steht bei dem brennenden Wrack. Was ist das? Ein Zombie mit offenem Schädel und freigelegtem Hirn. Und aus ihm sickert toxischer Schleim. Wie widerlich. Muss ich erklären, was passiert, wenn unser Held ihm in den Kopf schießt? Nee, alles gut. Let's go.
im Wald lässt der geheimnisvolle Schleim tote Hunde wieder auferstehen. Nein, tote Hunde? Das wird dem Publikum nicht gefallen. Habe ich tote Hunde gesagt? Ich meinte Zombie-Wölfe. Tor 3 haben wir eine Waschmaschine und Zombies für alle! Es sind keine Außerirdischen. Ja, also ich weiß, dass du für diese Fernsehserie etwas Ähnliches gemacht hast. Aber das geht noch besser. Die Serie hat Preise gewonnen. Und auch ein paar verloren. Wissen Sie was? Ich bin raus. Ihre Idee ist zu simpel. Richtig gute Action bekomme nur ich hin. Alter! Eins vorweg. Ich
bin ein riesiger Fan deiner preisgekrönten, dialoglastigen Kriegsfilme. Danke. Hey, wie wär's mit einem, der so intensiv ist, dass sie Zuschauer PTBS bekommen? Und hier kommt er. Der beste Film, der dir je in einem Aufzug vorgestellt wurde. Stell es dir vor. Ein Elite-Sonderkommando. Sie heizen den Untoten auf der zerfallenen Brücke so richtig ein. Sie sind abgeschnitten, umgeben von Wasser. Aber das ist ihnen scheißegal, denn sie sind die Besten. Oh, wir rocken! Fuck nochmal, was scheiße Zombie-Abschub! Zombies killen, das halten wir den ganzen Tag durch, vorausgesetzt die Logistik stimmt. Aber manchmal kann es die Logistik eben auch verkacken. Ups. Ihr seid auf der falschen Seite abgesprungen. Ich schicke euch meine Jungs vor. Wir brauchen Munition. Was passiert, wenn ihnen die Munition ausgeht? Und so wird aus der Mission Vernichtung die Mission Überlebung. Wir schaffen es ihnen nur lebend raus, wenn wir überleben. Ein Krieg, bei dem eine Seite bereits tot ist. Halbwegs interessant. Unsere Heldin muss den Munitionspunkt erreichen. Ansonsten stirbt sie und wird zum Feind. Okay, okay, ich seh's vor mir. Stell dir vor, zwei riesige Brückenvögel miteinander. Das hier ist ihr Kind. Also bewegt sich alles rückwärts. Unsere Heldin kommt an der Leiche eines Kameraden vorbei. Daneben liegt eine tolle Waffe. Sie konzentrieren sich auf die Waffe, nicht auf den Gefallenen? Oh, unsere Heldin wusste, dass es ihn als erstes erwischt. Also, die Heldin ist bei der Quelle der Zombie-Epidemie. Keine Menschen in der Nähe, stimmt's? Kein Dialog, nur ein Zombie-Massaker. Nur ein Zombie-Massaker? Da sind Mutationsstationen und Schleim und Chaos.
Also, aus einem LKW läuft Benzin aus. Und jetzt haben wir eine Feuerstraße, Baby! Und was bedeutet das für die Heldin? Das Feuer steht für ihr Aggressionsproblem. Anstatt sich ihm zu stellen, geht sie ihm aus dem Weg. Okay. Okay, und dann kommt ein umgestürzter Zug. Moment mal. Ein verdammter umgestürzter Tankwagen! Bei der Explosion werden sich die Leute einscheißen! Könnte man irgendwie etwas über die Hauptcharakterin sagen? Machen wir doch! Sie weiß, wie man Dinge hochjagt! Die Heldin muss einen Weg nach unten finden. Wenn man die Geschichte als Kurve abbilden würde, wäre das der Tiefpunkt des Films und der Brücke. Und meiner Karriere. Sagtest du was? Nein. Jetzt hat die Heldin buchstäblich keinen Ausweg mehr. Buchstäblich. Vielleicht hören wir den inneren Monolog der Heldin, voller Verzweiflung, Verlust. Oder sie zückt einfach ihren coolen Kletterhaken. Unsere Heldin sieht einen riesigen Käfig. Was da wohl drin war? Vielleicht erinnert der Käfig die Heldin an ihre Zeit als Kriegsgefangene. Klar, und die Zombies stehen hier für, keine Ahnung, für die Leute, die sie sterben sah? Interessant.
Okay, also die Heldin muss sich durch eine Obdachlosenzuflucht in der Brücke schlagen. In der Zombies ein wahres Zombie-Festball veranstalten. Was sagen Sie damit zum Problem der Obdachlosigkeit? Dass Obdachlosigkeit schlecht ist? Ein echt extravaganter Standpunkt, was? Hör mal, Obdachlosigkeit ist wirklich ein sehr wichtiges Thema für mich. Ich will, dass jeder auf der Welt ein Zuhause und ein Regal mit Blu-rays aller meiner Filme hat. Dann erreicht unsere Heldin den Munitionspunkt, wo eine neue Knarre wartet. Du willst mehr Charakter? Wie wär's mit einem scheiß Zombie-Sasquatch-Charakter? Bäm! Überraschung! In deine Fresse! Plot-Twist! Der Schluss ist ein Duell mit einem Monster? Nein! Unsere Heldin sieht einen Ausweg! Mehr Zombies? Okay. Explosion da!
Und jetzt sieht unsere Heldin einen Kontrollpunkt. Das ist das Ende. Oder doch nicht? Ba, 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 la, 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 la. Was findet unsere Heldin am Ende? Einen Soldaten, der denkt, unsere Heldin wäre einfach nur ein weiterer Zombie. Bam! Kopfschuss! Abspann! Ich passe. Scheint mir sehr actionlastig zu sein, ohne große Charakterentwicklung. Wie wär's, wenn wir uns lieber über die Entwicklung unserer Partnerschaft unterhalten? Wie wär's, wenn Sie jetzt gehen und ich Sie nicht anzeige? Hör mal, du bist ja Hollywoods bester Regisseur für Chick-Flicks. Ich sehe sie eher als ausufernde romantische Epen. Aber mach doch mal was anderes. Ich habe eine epische, übernatürliche Liebesgeschichte für dich. Stell es dir vor, wir klauen Romeo und Julia und versetzen sie in eine Welt voller Zombies. Das ist halbwegs originell. Romeos Gang ist super pissed und packt sich ihn. Sie stecken ihn in einen Sarg. Sie begraben ihn nicht lebendig, weil er den Feind bumst, sondern weil er sich verliebt hat. Romeo wird sterben und als impotenter Zombie zurückkehren. Die ultimative Strafe. Julia so, wir waren so nicht. Ich werde jeden Schurken abmurksen, der zwischen Romeo und meine Lenden tritt. Okay. Julia muss sich ihren Weg durch den Friedhof freikämpfen. Weil Romeo von seiner eigenen Gang lebendig begraben wird. Schon verstanden. Ja, das alles spielt in einem echt gruseligen Friedhof. Diese übernatürlichen Liebesgeschichten kommen immer reichlich albern vor. Hier gibt es keine Lacher. Hier gibt es hirnhungrige Zombies, die Julia fressen wollen. Friedhof ist der perfekte Ort für meinen Gastauftritt à la Hitchcock. Und zwar als Statue. Ein teurer Gastauftritt. Bitte? Kunst hat kein Preisschild.
Vor meinem geistigen Auge sehe ich überall auf dem Friedhof romantische Momente. Finden die Leute Friedhöfe romantisch? Aber klar doch, Mann! Das sind unsere Urinstinkte! Wir sehen Tod und wir wollen Leben erschaffen. Wie erschafft man Leben? Indem man vögelt! Wir brauchen große Zombies, Kolosse! Sie werfen Eiter und haben aufgepumpte Arme, wie man erkennt. Diesen coolen Part, in dem Julia wieder einfällt, dass sie etwas Sentimentales in der Nähe versteckt hat. Sie holt es sich mit ihrem Kletterhaken. Kletterhaken? Warum das denn? Weil Kletterhaken einfach alles viel geiler machen. Hä?
Julia sieht einen echt sentimentalen Granatwerfer. Das ist sentimental? Dann sehen wir Mutationsstationen. Ein böser Konzern hat Schleim hergestellt, der die Toten wiederbelebt. Wenn das mal nicht krass ist! Ich finde, dass solche Nebenschauplätze von der eigentlich einfachen Geschichte zweier Menschen ablenken. Ich versuche nur, diese Liebenden gegen den Rest der Weltsache noch krasser zu gestalten.